Mann, Mann, Mann. Wer sieht uns denn da? Oh, fuck. Jetzt haben wir Spaß an der Backe. Nein! Er ist doch da im Gebäude, oder? Ist er nicht? Doch, ist er. Das hat gereicht. Wo ist der nächste? Der hat mich gesehen und dann doch wieder nicht. Mal eben zurück. So, das müsste er gewesen sein. Der Stellvertreter. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen für Platz schaffen hier. Für Platz. Platz sorgen, meine ich natürlich. Und einen haben wir mindestens noch hier unterwegs. Wo ist er? Eine Ratte. Komm her. Oh oh. Das war nicht so gut, aber trotzdem effektiv. Jetzt noch einer. Ich nehme mal lieber die Wumme wieder. Geladen ist er auch. Sehr gut. Ich glaube, das war's, ne? Was haben die denn hier für ein Lager? Oh, Muni. Ich gucke noch einmal kurz da oben rein. Ob sich da noch jemand... Achso, kann man gar nicht. Hier kann man was lesen. Sicherheitsfreigabestufe 2 wird benötigt, um Charlie zu betreten. Wer nicht über die Operation im Kloster informiert wurde, darf diese Notiz nicht lesen. Sehr schön. Alle, die sich unbefugt dort aufhalten, werden umgehend hingerichtet. Operation Charlie. So, so. Ist das? 20. September. Die folgenden Schriftrollen erwähnen wiederholt ein oder mehrere Höhlen. Kandara, Valaga und Guha Zaya. Die Etymologie dieser Worte lässt mich vermuten, dass es hinter dem Kloster eine versteckte Höhle gibt, die etwas Bemerkenswertes beherbergt, vielleicht sogar beschützt. Ich muss die Schriftrollen weiter studieren, um einen möglichen Zugang von innerhalb des Klosters zu finden. Okay, die wollten hier also... irgendwas ausgraben. So, wie, ich würde da jetzt echt sehr gerne runter. Aua, fuck. Na, so nicht. Aber, egal. So, jetzt machen wir ein Foto, ne? Ne, wir müssen kein Foto machen. Schlüssel. Eine der Leichen hatte einen Schlüssel dabei. Wir gehen die Orden aus. Ruf an, dass der Kommandant tot ist. Okay, das war dann noch nicht der Kommandant, das war nur einer mit einem Schlüssel. Eine Schlüsselfigur sozusagen. Na komm, wir müssen da rein. Das Eierchen hier schon wieder rum. So. Und auch hier keinerlei Wachen.
Obwohl es doch so wichtig ist, was hier versteckt wird. Finde einen Weg durch die Höhle. Gibt ja nur einen, ne, oder? Sie haben es auf mich abgesehen. Ich mach mich mal rar. Was? Warten Sie. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Werd nicht ranzig, Butterblümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Na super. Werd nicht ranzig, Butterblümchen. Oh. Ich dachte, hallo. Eine Ratte. Noch mehr Ratten. So, jetzt sind wir in der Höhle. Eine bemerkenswerte Höhle, wie es aussieht. Wir müssen uns jetzt irgendwie in diese Richtung durchschleichen. Ich will eigentlich ziemlich ungern mit denen Stress haben. Wie komme ich denn darüber? Uah, fuck, 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 fuck. Wie komme ich darüber? Kann ich springen? Soll ich mal ausprobieren? Aber da ich befürchte, gleich bricht die Hölle los hier. Okay, das ging ganz gut. Was macht der denn da? Warum machst du das, Typ? Das ist eine Glocke. Okay, die sind ein bisschen aufgeschreckt. Ich denke aber mal, es wird gehen. Oder sind die aufgeschreckt, weil der da einfach so voll den Ticker kriegt gerade? Das kann natürlich auch sein. Oh, 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 oh. Wir müssen da hoch. Scheiße. Na, jetzt wird's natürlich spaßig. Komm. Aber nicht. Nein, 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 nein. Nicht nachladen. Nicht nachladen. Wo ist der Typ? So, der Weg ist gerade ein wenig heiß geworden. Stehst du? Naja. Im Namen des Königs! Stopp das selber. So. So. Ist jetzt Ruhe hier. Wir haben kaum noch Muni. Ist hier vielleicht irgendwo ein Munitionskasten oder sowas? Das könnte ich also gut gebrauchen. Nö. Natürlich nicht. So, hier oben ist es noch recht ruhig. Das könnte dann darauf hindeuten, dass die uns hier noch nicht entdeckt haben oder dass da keiner ist. Ich vermute mal eher zweiteres, weil mindestens einen müssen wir ja noch... ersteres. Weil einen müssen wir ja mindestens noch ausschalten. Und der wird mit Sicherheit nicht alleine sein. Deswegen, geht's hier oben bestimmt gleich weiter. Was ist das für ein Ort hier? Mumien? Mumien? Leute, sonst habt ihr da überall Munitionskisten versteckt. So, jetzt müssen wir ihn wieder finden und töten zum dritten Mal. Na gut. Okay. Wenn ich die jetzt von hinten nach vorne wegräume. Scheiße.
Was macht er denn da? Mist. Nein, doch nicht jetzt nachladen. Den hätte ich so gut erwischen können. Was? Uah, Alter. Das war nicht schlecht, Junge. Echt nicht schlecht. Die sind schon sehr zielsicher, was Granaten angeht. Och Mann. Von wo? Von wo? Von da. Habe ich einen? Nee. Jetzt aber. Fuck, 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 fuck. Für ein dramatischer Abgang. So, kurz kratzen und weiter geht's. Wir haben noch mindestens zwei. So. Jetzt noch einen und ich habe kaum noch Muni. Die ich auch noch verbrate. Kriege ich hier Muni? Hier kriege ich keinen. Doch da. Oh, Muni, Muni, Muni. Komm, 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 komm. So, ups. Entschuldigung. Schnell kratzen. Ans Mikro gebompert. So. Runter gepullert. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? So, jetzt hast du komplett deine Augen verloren. Hier war da noch einer, oder war der das? Nee, nee, da ist noch einer. So, ich war schneller. Sieht sonst hier. Was eiert denn der so rum? Wie sieht sonst hier aus? Komm ich da nicht? Wofür ist denn das Ding dann da? Hier gibt es noch mehr Muni. Die werde ich mal dankend annehmen. Körperpanzer voll. Oh, krass. Oh, toll. Shit. Naja, egal. Okay, weiter in die Richtung. Okay, da ist auf jeden Fall ein Bereich markiert. Das heißt, hier muss er da irgendwo sein. Ich ihn jetzt mal bald. Scheiße. Aua. Jetzt aber. Na? Oh, fuck.
Möchte vielleicht noch jemand an das MG? Alter, die ballern hier ganz schön scharf. Okay, ihn habe ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo sich der Rest versteckt. Da oben ist noch einer. Oder auch nicht. Da aber. Aua. So. War's das? Nein. Okay, ich pfeife eine Heilspritze rein. Und hoffe, dass das war. Ja. Eine Sekunde. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Gut. Ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Hol es out. Oh. Ja, da begann einfach mal die Zwischensequenz. Danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Yuma finde, melde ich mich. Töten oder töten lassen. Mission beendet. Hallo? Hä? Was? Das war's? Hat er mich jetzt einfach aus dem Flieger geschmissen hier? Willis hat das Tagebuch für dich im Flughafen Unterschlupf hinterlegt. Okay. Dann muss ich ja irgendwie in diese Richtung, oder? Da oben? Wenn ich dir einen Rat geben darf, AJ, wenn du mal was aufstechen musst, lass einen Profi ran. Egal, wie selten solche Profis in dieser Gegend auch sein mögen. Wusstest du, dass ich wegen deiner Mutter einer ganzen Klasse das Medizinstudium in Singapur bezahlt habe und sie kam nie zurück? Kannst du dir so viel Undankbarkeit vorstellen? Tja, Paul hat sich um ihre Familien hier in Kürat gekümmert und ich ließ meinen Einfluss in Singapur spielen, spürte sie auf und fand für jeden von ihnen ein passendes Ende. So befriedigend das auch war, jetzt muss ich mir Sachen selbst aufstechen. Gary! Bring mir endlich die Gase und das verdammte Desinfektionsmittel! Hallo, bah. Hallo. Ekelhaft. Bist du neu hier? Nö, ich bin schon länger da, aber, naja, du weißt ja, wie das ist, ne? So, zack, kaufen, Körperpanzer, Spritzen und Muni. So. Wow. Idiot. Okay, und was hat sich jetzt hier getan? Wir haben eine Bombenentschärfungsmission und wir haben Willis ziemlich nah bei uns. Und wir haben noch das Shangri-La-Tanker. So, pass auf, wir gehen mal eben zu Willis da hoch. Das heißt mal eben. Dann müssen wir uns hier durch die Serpentino hochschlängeln, ne? Und irgendwas mit dem Unterschlupf, im Flughafen Unterschlupf hinterlegt? Wo ist das dann? Oh nö. Ah, da ist der Flughafen. Sehr gut. Notizen im Flughafen Unterschlupf hinterlegt. Aber wo ist der? Da hinten ist Willis. Da ist ein Alarm. Jetzt müssen wir nur diesen Unterschlupf finden irgendwie. Schweine auf dem Rollfeld, Schweine auf dem Rollfeld. Oh, was ist denn das hier? Warte mal. Ach, das ist der Unterschlupf. Also ein Unterschlupf oder wie oder was oder wo? Was ist das denn hier? Mohan Gales Tagebuch. Hab ich das noch nicht gesehen? Warte mal. Sammlung. Mohan Gales Tagebuch. Da unten, ne? Scheitra 1988. Ishwari, wenn du mich noch liebst, wirst du es tun und meine Befehle nicht in Frage stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Pagan vertraut dir, vielleicht sogar mehr als das. Nutze das zu deinem Vorteil. Verschaffe dir Zugang zu seiner Organisation und zersetze sie von innen heraus. Gib alle wichtigen Informationen an mich weiter. Zeitpläne, Nachschubrouten, Kontakte in Übersee und so weiter.
Wir müssen von allen Seiten gleichzeitig zuschlagen. Nimm AJ mit, das wird deine Tarnung glaubwürdiger machen. Kehre erst zurück, wenn wir den Sieg errungen haben. Nimm AJ mit. Sie hat uns mit zu Pergamin genommen, um ihn von innen heraus zu infiltrieren. Okay, das ist aber mutig. Das Kind als Tarnung zu nehmen. Brennende Drogen. So. Naja, gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme meinerseits, werden wir wahrscheinlich nochmal mit Willis unterwegs sein. Und dann uns mal in Richtung... Wo geht's denn hier überhaupt noch lang? Ach, guck mal. Das ist noch... Na, es geht. Die Hälfte haben wir in etwa geschafft, glaube ich. Diese ganzen unentdeckten Orte. Ja, gut. Die ist jetzt nicht so spannend, ne, finde ich. Buch? Achso, Propagandazentrum-Aufgabe da oben wieder. Auf jeden Fall haben wir hier in dem Gebiet noch die Aufgabe von Willis und noch ein Shangri-La-Tanker, kein Tangri-La-Shanker, sondern ein Shangri-La-Tanker, was wir dann auch angehen werden. Ne? Und bis dahin sage ich, macht es gut, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns und tschüss!